exactly like the one we used to hang out on in elementary school? Let's sit there for a bit. Reminds me of the first time we met. You still remember, don't you? Oh, I see. Typical girl time. Hey, guys. We're about to check out the inside. Wanna come? Maybe later. Okay, you're lost. Hey, where are you guys running off to? You two, stay here, okay? Where are we going now? I so need a massage. Yeah. I remember the weather was cloudy. Just like this. Our ride never showed up. We clicked right away, didn't we? We clicked right away, didn't we? Do you remember when we used to be in Girl Scouts together? Oh, who was that one teacher? He disguised himself as a pochong. Oh, I was so freaked out. But you weren't even phased. And you threw a rock at him. No, it was more like the size of a boulder. Come to think of it, you were always kind of like my personal bodyguard. Not for free, though. Right, sis? Hey, I haven't called you sis in a long time. Hold on. They've been in there for a really long time. We should probably go check on them. Ist jemandem mal aufgefallen, dass Ira die ganze Zeit redet und unsere, ich habe fast schon wieder Inu heißen wir, ich habe den Namen schon wieder vergessen, eigentlich gar nichts sagt, sondern nur reagiert. Aber ich mag den Humor auf jeden Fall. Also, es lockert die Stimmung zumindest für den Anfang ein bisschen auf. Wahrscheinlich werde ich gleich schreiend zu meiner Mami rennen, wenn wir dieses Schulgebäude betreten. Das war wie eine kind of crazy Museum-Tour oder something. What the? It's already dark out? How long were we in there anyway? It really is getting late. Okay, kids, gather round. It's time to head back. Hey, where's Yayan? Ah, crap. Where the heck did he run off to now? Okay, sie läuft also im Hintergrund rum, wie so ein Zombie, und keiner dreht sich nach ihr um und sagt was. Ist ja ein guter Anfang. Fürchte dich nicht davor, Türen zu öffnen. Danke für den Hinweis, jetzt fürchte ich mich erst recht, jetzt möchte ich gar keine Türen mehr öffnen. Aufgabe aktualisiert, da wollen wir jetzt mal nachgucken.
Ah, hier haben wir wichtige Gegenstände. Den Soldatenorden. Okay. Dokumente. Ah, da waren so kleine Manga-Zeichnungen und Anime-Zeichnungen, oder wie auch immer man es nennen mag. Das war cool. Ich wünschte, können wir die vielleicht... Nee, nicht wirklich. Okay. Die anderen sind nirgends zu sehen und die Vordertür ist fest verschlossen. Es muss noch einen anderen Weg hier rausgeben. Diese Stadt wurde vor langer Zeit verlassen. Sogar die Brücke zur Hauptstraße ist eingestürzt. Sieht so aus, als würden sich alle gerne dort einmal umsehen. Achso, das ist ein alter Eintrag hier. Okay. Dokumente. Ah, da haben wir den Tagebucheintrag. Von der Schwester, nämlich, oder dem Arzt. Ich weiß ja noch nicht, wer es ist. Und hier haben wir noch gar keinen in der Geisterpedia. Wie berühmt. Ah, unsere Fotos. Okay. Eine gute Kameraqualität, würde ich mal sagen. Und ein hübsches Foto von ihr geworden. Gut. Ja. Wir sind offensichtlich alleine. Oh. Kann ich keine... Ah doch. Was ist denn das für... Hat die da eine Kette? Okay. Drei weibliche Figuren. Und so etwas wie eine Schlange mit einem Oberkörper von einer Frau. Ist ja ein angenehmes Bild für so eine Schule. Wir kamen von dort. Und ich schätze mal, hier ist unsere Freundin reingelaufen, Ira. Dann wollen wir uns mal ein bisschen umsehen hier. Das Licht spendet... Also es ist auf jeden Fall genug Licht, würde ich sagen. Huh? Wieso siehst du so gut aus? Und alles andere so pixelig. Kann ich mit dir was machen? Außer auf dir rumtrampeln? Okay. Hier kommen wir wohl nicht durch. Ich glaube nicht, dass unser Charakter gerne klettert. Können wir auch nicht mitmachen. Ah, diese ganzen Ratten hier. Hallo? Lässt mich einer durch? Hallo? Echo? Na gut. Hoch will ich eigentlich noch nicht. Ich würde mich gerne erstmal unten ein bisschen umsehen. Oh. Na wunderbar. Den ersten guten Gang gefunden. Oh, haben wir hier eine Karte? Freak. Aha. Capsack Bau. Ein Hangman. Aha. Das ist ja... Black Silk. Norak. Wo sehe ich denn, wo ich gerade bin? Ach, hier. Hier ist Exit. Hier ist Exit. Jetzt ist die Frage, was davon ist der erste Stock? Ich mache davon jetzt einfach mal ein Foto. Ich kann damit ja sowieso noch nicht so viel anfangen. Wow. Random Music oder passiert hier was mit mir? Also es ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich unangenehme Stimmung, muss ich sagen. Erinnert mich so von der Stimmung her auf jeden Fall an alte Silent Hill. Ich habe hier wieder diesen Rand. Kann ich hier irgendwas machen? Hallo? Nein? Kann ich hier vielleicht durch die Tür? Nö. Und da sehe ich auch nichts. Aber dieses dröhnende Geräusch und dieser weiße Rand sagt mir, glaube ich, immer, wenn ich irgendwie eine Notiz finden kann oder so. Aber vielleicht ist die auch hier einfach auf der anderen Seite. Man weiß es nicht. Aber da komme ich bestimmt hin, wenn ich den Gang da entlang renne. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Also die Stimmung hier erinnert mich so ein bisschen an alte Silent Hill Teile. Wo man eigentlich gar nicht weiterspielen wollte und auch in keine Tür rein. Man war immer besonders happy. Was ist das denn? Das sieht ja komisch aus. Wenn eine Tür nicht aufging. Wie diese hier zum Beispiel. Right? Dying. Oh, dying.
Oh shit. Shit's going down. Was war denn das für ein Röcheln? Okay. Und irgendjemand flüstert mir ins Ohr. Okay. Ich bin etwas nervös. Ich bin auch sehr schreckhaft, muss ich gestehen. Und ich entschuldige mich jetzt schon, wenn ich mal zwischendurch nichts rede. Damit ich wahrscheinlich gerade hochkonzentriert, mir nicht ins Höschen zu machen. Was für ein angenehmer Pfeifton. Mhm. Aber hier sieht es nicht so aus, als ob wir irgendwas mitnehmen könnten. Oh mein Gott. Ja. Was ist das denn? Alter. Okay. Mein Rand wird... Oh. Ey, was ist das? Hallo? Kann ich hier rein? Natürlich nicht. Ich will da nicht hin. Was bist du? Hat das ein Gesicht? Oh mein Gott, das sieht aus wie ein riesiges Meerschweinchen. Ah, hä? Sieht anders aus, wenn ich da so hingucke. Oh Gott. Oh mein Gott. Ist das ein Schlüsselbund da? Kann ich den... Oh mein Gott. Ich will da nicht hin. Bitte. Kann ich vielleicht einfach den Schlüsselbund nehmen? Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Nimm's doch einfach. Oh fuck. Oh fuck me. Fuck me. Nein, nein, nein. Oh. Hallo. Drück. Nein. Okay, ja, ich renne ja schon. Hier, geh da rein. Genau. Hier kommst du nicht hin, oder? Bitte? Oh, kam der gerade durch die Tür. Geister-Wikipedia aktualisiert. Oh mein Gott. Oh, ist das schön. Das ist aber ein hübsches Foto geworden, kann man nicht sagen. Hübscher Mann. Hübsches Meerschweinchen. Dokumente. Nee, nicht Dokumente, Geisterpedia. Barbie Neckbett. die Manifestation eines Mannes, der es durch das Wirken schwarzer Magie zu Reichtum gebracht hat. Der Legende nach wandert er in Form eines Schweineeberts durch die Stadt und reibt seinen Körper gegen Wände, Türen und Schränke. Auf magische Weise verschwinden daraufhin die Besitztümer der Bewohner und erscheinen in den Taschen des Barbie Neckbett, wenn er sich daheim in einen Menschen zurückverwandelt. Okay. Aber ich habe doch gar keine Wertsachen bei mir. Wieso will er sich an mir reiben? Ich will nicht, dass du dich an mir reibst. Unsere Aufgabe hat sich aktualisiert. Da ist ein ekelhaftes Schweinemonster, das einen Schlüsselbund um den Hals trägt. Mit etwas Schafen sollte man sie losschneiden können. Schweinemonster trifft es wohl. Läuft der hier jetzt immer noch rum? Oh Gott. Der läuft ja wirklich noch rum. Ist der jetzt auf der anderen Seite oder ist der hier vorne? Ist der jetzt im großen Raum? Fragen über Fragen. Ich will hier gar nicht mehr raus. Hallo? Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Okay. Dann laufen wir mal weiter. Und, können nicht in die Tür rein. Auf jeden Fall scheine ich ihn nicht mit der Kamera zu töten. Ich scheine ihn nur erstmal zurückzustoßen, sozusagen. Das macht mir ja Freude. Mädchentoilette. Ja, der Ort allen Übels. Was ist das denn? Funktioniert eine Spülung nicht? Hallo? Hallo? Mann, hier muss auch mal jemand putzen. Hallo? Ist hier irgendwas? Ich sehe es kommen, dass ich hier in irgendein Klo greifen muss. Spiegelung gibt's nicht. Das beruhigt mich irgendwie. Hier ist auch nichts. Und hier ist... ist da was? Nee, das ist nur ein Wasserhahn, okay. Das ist dieses Schweinchen, was hier wieder rumläuft, ne? Und der Schlüsselbund klippert so komisch. Oh Gott. Es kommt. Ich hör's.
Ja, strahl noch genau so hin, dass es weiß, wo wir sind. Gut, ich habe eine immense Taschenlampe, die geht auch durch harte Steinstrukturen durch. Ich will nicht. Mach die Taschenlampe aus. Mein Rand wird rot, es kommt näher. Okay. Oh Gott. Ich habe noch nichts Scharfes. Das heißt, es bringt nicht mal was, wenn ich mich jetzt... Da war was. Und das war nicht das Schwein. Da war irgendein Schatten. Ich schwör's. Ich hab's gesehen. Verstecke ich mich jetzt? Da ist das Schweinchen. Du kommst nicht durch die Tür. Du Arsch. Ja. Hau ab. Gibt es nicht. Kein indonesisches Mädchen Frischfleisch für dich. Okay, es rennt zumindest weg. Das ist ja schon mal gut. Und es speichert. Wieso speichert es, wenn ich die Türen hier aufmache? Paranoid? Hier ist auch nichts. Hör auf, mir ins Öhrchen zu flüstern. Und hier ist auch nichts. Okay. Dann haben wir den Raum erstmal abgehakt. Da haben wir auch nichts. Ach, hier geht's auch nach oben. Gut zu wissen. Wenn man jetzt Indonesisch könnte. Ist das Schweinchen da vorne? Ich sehe es nicht. Ich sehe eine Ratte. Ich möchte gern schnell in irgendeinen Raum. Alle Räume scheinen mir hier besser zu sein als der Gang. Mag das vielleicht der Tipp bedeutet haben. Oh, was ist das denn? Wieso ist hier so ein... Oh! Ups! Entschuldigung. Dokumente. Genot Flyer. Info? Holen Sie sich einen authentischen Jenglot. Möchten Sie reich sein? Möchten Sie Erfolg haben? Möchten Sie die Liebe Ihres Lebens finden? Nur einem authentischen Jenglot wachsen Haare und Fingernägel. Wieso will ich denn... Was? Wieso? Nein! Möchte ich... Ich möchte nicht haben, was Nägel wächst und Haare. Wie soll mir das mit einer Liebe helfen? Hier, hab meinen Jenglot mit echten Nägeln und Haaren, um dir das Gesicht zu zerkratzen. Nimm mich, du Hengst. Ich sollte vielleicht nicht so todesmutig durch die Gänge rennen, aber ich habe echt Angst auf diesen Gang. Ich höre es auch schon wieder. Oh shit. Oh nein, oh nein, 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 nein. Ich bin im Gang. Im Raum. Ich komme nicht weiter nach hinten. Geh bitte weg. Ich bin nicht da. Komm ich hier rein? Kann ich nicht. Ja. Du hast mich gesehen durch die Wand. Wo rennst du jetzt hin? Wo rennst du jetzt hin? Das wird kleiner. Guck mal, guck mal. Das wird kleiner. Es versteckt sich da hinten. Das kleine Drecksvieh. Ich habe dich ganz genau gesehen. Da hinten bist du verschwunden. Ist ja kackendreist von dir. Muss ich ja schon mal sagen. Oh. Eine Tür ging jetzt gerade zu. Das ist ja beruhigend. Ich glaube, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich verstehe. Das Ding rennt aber auch nur weg, wenn wir uns in einem Raum befinden oder in Sicherheit, wo es uns nicht angreifen kann. Und wir es dann knipsen. Weil als ich es vorhin auf den Gang geknipst habe, hat es mich angeguckt und sich gedacht, ja, na und? Ich schütte mich und dann gehe ich dich nochmal an mit meinen Hörnern. Und hier haben wir wieder dieses... ruhige Geräusch. Aber hier ist doch gar nichts, oder? Oder sehe ich jetzt was? Muss ich das vielleicht fotografieren? Hallo? Tenga, Bro? Bro? Nur in der Ecke da. Ich sehe aber nichts. Die Zahl kann man erstaunlich gut lesen. 1961. Ich hoffe, das ist nicht das Jahr. Jetzt ist es weg.
Jetzt ist dieses Schwein schon wieder da. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich würde jetzt aber sowieso gerne mal gucken, was ich da aufgesammelt habe. Musical Festival Flyer. So rum. Ach so. Interessant. So, dann müssen wir Schweinchen nochmal verjagen. Ich frage mich, ob das hier nochmal wichtig wird, weil das alles so klar geschrieben ist. Das. Oh. Schweinchen?